Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Womotipp Rudis Reise. Heute erzähle ich euch mal so ein bisschen was über, ja, was ich die letzten Tage gemacht habe, wie die Planungen sind, wie es bei mir oben drin aussieht. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, ich erzähle euch mal so ein bisschen über die letzten Tage, so jetzt im April, was alles so neu war, was neu dazu kommt, was mir durch den Kopf geht. Und dabei werde ich ein bisschen grillen und mir meinen Lachs mal fertig machen. Ja, ihr Lieben, ja, ich habe mir mal ein bisschen so ganz viel Gedanken gemacht. Also, ich bin jetzt die letzten Tage ja nun hier gewesen. Leider hat das ja nicht geklappt mit einer Mitfahrerin. Nochmal liebe Grüße von hier. Ja, der Kontakt ist letztlich ganz ja, eingeschlafen. Aber naja, immer nach vorne gucken, immer positiv nach vorne gucken. So, und ja, ich habe jetzt stehe ich auf einem Platz in der Nähe von Schleswig und fühle mich hier richtig wohl. Jetzt insgesamt schon einen Monat stehe ich schon hier, 4 Wochen, und ich werde nochmal 4 Wochen hier stehen, weil ich jetzt ja noch Ende Mai nochmal ein Klassentreffen mitmachen werde. Wir treffen uns nach 40 Jahren jetzt dann das erste Mal wieder. Nein, nicht das erste Mal, also wir treffen uns alle 5 Jahre, und einen lieben Dank an das Organisationsteam. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr das alles vorbereitet. Da bin ich auf jeden Fall jetzt dann noch mit dabei. Ja, so, und ich habe jetzt die letzten Tage mal Schloss Gottorf besichtigt. Das werde ich unten nochmal in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Ja, ich bin mit der Fähre in Missunde gefahren. Ich will noch jetzt noch ein paar mehr Museen auch noch hier in der Gegend besuchen. Und jetzt ist der Vorabend, ja, vom Montag, wo ich dann mein neues Motorrad bekommen werde. Hier vorne steht jetzt noch meine 300er Honda. Und was es nun genau werden wird, das werde ich aber dann berichten, weil das soll ja auch ein bisschen Spannung noch dabei sein. Ja, es wird ein bisschen größer sein. Und hat dann auch die Möglichkeit, dass er jetzt jemand mitfahren kann. Bei diesem Motorrad von der Honda 300, die ist wirklich gut. Für einen Camper ist die gut. Ganz, ganz, ganz toll. Sie hat aber nur nicht genug Kraft, wenn dann wirklich 2 Personen drauf sitzen sollen. Dann ist das ein bisschen schwierig, wenn man so einen steilen Berg hochfährt in Spanien, da irgendwie durch diese Berge. Dann ist das ein bisschen wenig. Und insofern, wenn man ein größeres Motorrad fährt, das aber nicht ausgefahren wird, sondern eben halt ganz Sutsche gefahren wird, dann ist das dann auf jeden Fall bessere Weg und sollte auch möglichst lange halten. Das ist mein Ziel auf jeden Fall dabei. Ja, mir gehen so ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, ich wollte ja eigentlich in die Türkei fahren, aber ich bekomme da keine Versicherung. Also meine Versicherung, ich kann es ja auch mal so sagen, ich bin bei der Hook, die sagt einfach, wir versichern nur bis Istanbul, aber eben nicht darüber hinaus. Da wird auch nichts anderes vermittelt, was ich auch nachvollziehen kann, weil es offensichtlich ein größeres Risiko ist. Gut, dann bin ich bei einem Versicherungsbüro ein paar Mal gewesen, da war immer, obwohl Öffnungszeiten war immer geschlossen, naja, dann stand da eben halt, man kann sich da online irgendwie, aber irgendwie habe ich auch gedacht, nee, da hat man doch ein paar Fragen und nee. So, und dann habe ich gesagt, wenn man da hinterherlaufen muss bei der Versicherung, ach so, und dann habe ich noch ein Buch gekauft, wo dann auch so Reisen in die Türkei so ein bisschen mit dem Wohnmobil beschrieben sind, und da war ich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht. Man gibt da Geld aus für ein Buch, und um Tipps zu bekommen, um das alles zu recherchieren. Und unter dem Thema Versicherung stand das, was ich schon wusste. Da stand wirklich mehr oder minder wortwörtlich in diesem Buch. Ja, wir haben gehört, man kann hinter der Grenze wohl Versicherungen abschließen, aber genaueres können wir dazu nicht sagen. Und das stand in einem Buch, wo ich genau diese Frage klären wollte, und da war ich wirklich also enttäuscht. Ja, wenn ich jetzt ein neues Motorrad habe und ich dann nicht mal eine Versicherung kriege, dann ist das alles nicht ganz so, was ich mir so vorstelle. Ich wollte ja eigentlich dann in den Balkan alternativ fahren, habe mir dann die ganzen Strecken angeschaut und muss wirklich sagen, also es war sehr, sehr, ja, nee, es hat mich nicht überzeugt. Das Mautsystem im Balkan, jedes Land anders, die Länder untereinander sind sich nicht ganz grün. Also es gab ja da den Kosovo-Krieg, und ich persönlich habe den Eindruck gewonnen, dass die Staaten untereinander da rumort es noch sehr. Dann die Nähe zur Ukraine, auch das war mir dann alles irgendwie, nee. Da habe ich gesagt, ich bleibe jetzt hier auf sicherem Boden. Und nun waren die letzten Wochen hier das Wetter, ich muss wirklich sagen, Katastrophe. Es hat praktisch jeden Tag geregnet. An einem Tag bin ich 4-mal nass geworden. 4-mal hat das also auf mich runtergeprasselt und durchnass dann irgendwo. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege die Sachen ja gar nicht wieder trocken.
wie soll ich denn die Sachen trocknen? Ich habe jetzt zwar hier die Möglichkeit, was aufzuhängen, nur wenn das eine so hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann kriegt man ja nichts mehr trocken. Also, ich war wirklich schon so ein ganz bisschen, ich sagte, ich weiß nicht mehr, das ich wohne im Wohnmobil, weil ich hauptsächlich so wie jetzt draußen sein möchte und das ist ja das Schöne. Ja, aber konnte ich praktisch gar nicht. So, der Lachs ist schon mal weg. Muss ich jetzt schon ranhalten, es ist noch schön hell, aber das wird nicht so lange so bleiben. Ja, was ist dann noch alles los? Also wie gesagt, morgen kommt das größere Motorrad, da werde ich dann ausführlich darüber berichten, was es denn sein wird. Und ich habe mir noch ganz viel Gedanken gemacht, wie soll es eigentlich jetzt weitergehen? Ich wollte ja eigentlich ursprünglich, so war die Planung, ja so ungefähr 2 Jahre mit dem Wohnmobil dann durch Europa fahren. Und dann irgendwo wieder abbleiben. Und dann gab es so viele Gedanken, die durch einen Kopf zogen. Entweder, ja, dass ich mich gegen Kostenbeteiligung bei jemandem mit einziehe zum Beispiel. Das wäre so die eine Möglichkeit. Das hätte ich mir gerne auch vorstellen können. Die zweite Möglichkeit ist, weiterzufahren als 2 Jahre mit dem Wohnmobil. Auch das wäre eine Option. Und natürlich, und das ist jetzt eben das, was so ein bisschen näher jetzt anrückt, dass ich dann doch mir in Spanien was suche. Als ich damals losgefahren war, hat die örtliche Zeitung so ein bisschen berichtet, ja, Dahl will auswandern. Und dann da habe ich gesagt, nee, also eigentlich war das mir gar nicht so nach der Sinn danach, sondern ich wollte nur einfach mal durch Europa fahren, ein bisschen was sehen, mich von diesem Schrecken, von der Situation, die damals eben halt war, durch die Trennung, mich einfach ablenken und das Beste draus machen und aus der Krise eben halt eine Chance dann eben halt machen. Ja, und das habe ich auch gemacht. So, und nun habe ich gesehen, ja, es ist eigentlich überall ganz schön in Europa, nicht nur hier vor Ort, das liegt natürlich sehr am Herzen, aber wenn das Wetter nicht mitspielt, also entweder wohnt man in einem Haus und dann kann auch mal schlechtes Wetter sein, dann ist das eben halt so, aber wenn man dann im Wohnmobil sich aufhält und man kann gar nicht rausgehen, das ist nicht schön. Gut, es wird natürlich im Sommer auch mal wieder schön werden, ja, aber nächstes Jahr werde ich auf gar keinen Fall im März oder April hier in den Norden fahren, sondern frühestens im Mai, wenn nicht sogar dann erst im Juni. Und dann ist natürlich jetzt die Idee mit dem Haus noch weiter wieder in den Vordergrund gerückt in Spanien, mir dort irgendwo etwas zu suchen, was ein paar Kriterien erfüllt. Es muss vermietbar sein, es muss eine Strandnähe sein, es müssen gute Einkaufsmöglichkeiten sein. Ja, das sind so meine Wünsche, die ich da habe und da habe ich mir schon ganz viele Objekte mal rausgesucht. Je älter, je günstiger, je neuer, je teurer. Aber das finde ich eben halt so schön, an der Küste haben die Häuser gar keine Heizung. Das heißt, man hat da keine Heizkosten. Und wenn es dann doch mal ganz kalt sein sollte, dann kann man immer noch mal einen Heizlüfter nehmen, wenn es dann so unbedingt sein muss, sage ich mal. Aber im Landesinneren braucht man eine Heizung, gar keine Frage. Aber so an der Küste tut es eigentlich gar nicht Not. So, und das rückt jetzt immer näher, dass ich dann sage, so, ob ich nun hier wieder einen Kreis aufbaue. Ich habe ja viele, viele Bekannte, alle herzlich gegrüßt. Oder ob ich dann unten auch wieder einen Kreis neu aufbaue. Meine Überlegung war dann eben halt im Winter in Spanien zu bleiben, das Wohnmobil dann irgendwo abzustellen. Am besten am Haus, so war meine Überlegung. Aber so viele Grundstücke mit einem großen Parkplatz vom Wohnmobil gibt es da eigentlich gar nicht. Also nicht in Strandnähe, nicht bezahlbar, sage ich mal so. Da muss ich also jetzt irgendwelche Abstriche machen. Entweder das Wohnmobil irgendwo einstellen in eine Halle, das wäre die eine Möglichkeit, oder aber irgendwie eine andere Lösung finden. Wenn man sich dann da im Haus aufhält, dann will man es ja auch ein bisschen schön haben. Also ich bin noch nicht ganz fertig mit meinen Überlegungen, aber das wäre so eine Option, die mir jetzt eben halt dann durch den Kopf dann schießt. Also ich habe einige Objekte gesehen, die mir sehr gefallen haben, muss ich echt sagen, das ist wirklich gut. Ob die dann im Herbst noch da sind, weiß ich nicht, oder ob inzwischen schon wieder andere Objekte da sind, das muss ich dann mal schauen. Also ich bin ja schon viel rumgefahren, habe mir auch ganz viele angeguckt und ich habe auch viele Tipps bekommen von vielen Bekannten. Ganz herzlichen Dank dafür. Eine Sache fand ich eigentlich am interessantesten, wenn man sich irgendwo ein Haus einzeln, so ein einzelstehendes Haus kauft, dann heißt es nicht unbedingt in Spanien, dass da auch eine Baugenehmigung für alles da ist. Ein Bekannter hat mir gesagt, ja, ich habe ein Haus gekauft, aber ich darf daran nichts verändern und eigentlich ist es ohne Baugenehmigung gebaut worden. Dann wird es schwierig. Oder man hat ein Haus gekauft mit einem Pool dabei. Ja, bitte zuschütten. Nämlich der Pool hat nämlich gar keine Genehmigung. Das sind dann so die Momente, wo man sagt, so, ja, vielleicht ist das nicht so glücklich irgendwie.
Bei einigen Häusern gibt es eine Umlage, dass man eben halt dann Gemeinschaftseinrichtungen hat, wie zum Beispiel einen Pool. Und dann muss man dafür dann entsprechend auch jeden Monat was bezahlen, was aber wiederum positiv für die Vermietbarkeit ist. Die Spanier machen selbst gerne dort auch Urlaub. Insofern ja, ist das so, dass man im Sommer eben mal mit dem Wohnmobil dann hier in den Norden fährt, sich alles anschaut und im Winter dann da runterfährt und das Wohnmobil dann quasi einlagert in der Zeit. So ist jetzt meine Überlegung. So, wenn es irgendwo jemanden gibt, der das vielleicht mit einem teilen möchte, ja. Also herzlich gerne, also teilen in Form von gemeinsam erleben, das ist das, also ich mache es alleine, also es ist überhaupt keine Frage, aber wenn es jemanden gibt, der sagt, ja, ich habe die Zeit, ich habe den Wunsch, ich würde auch gerne da an diesem Projekt mitmachen, einfach mal der Aufruf, meldet euch. Ja, mal schauen, was sich da irgendwie noch ergeben wird, das weiß ich ja noch nicht. Ja, so ist erstmal der ganz grobe Plan. Also ich werde dann hier ja ab Juni dann wieder, also einmal nach Dänemark fahren. Das war jetzt mein Ziel, dass ich einmal Richtung Skagen hochfahre, ganz oben an der Nordspitze von Dänemark. Da möchte ich gerne hin. Und von da aus dann nochmal wieder hier vorbei, in der Nähe von Steeswig. Und dann runter. Ja, und dann habe ich ganz viele Ziele mir auch in Deutschland rausgesucht. Da gibt es so einige Punkte, die ich interessant finde. Der östlichste Punkt von Deutschland zum Beispiel oder wieder das Emsgebiet natürlich nochmal in die Ecke fahren. Einige Thermen besuchen, auch das finde ich immer sehr schön. Ja, das sind also auch ganz viele ja, Ideen, die mir da durch den Kopf schießen, was ich mir noch anschauen möchte. Dann durch Frankreich durch, dann vielleicht nochmal Normandie-Küste längs zum Mont Saint-Michel. Da war ich schon mal, das war sehr schön gewesen dort. Dann an der französischen Atlantikküste runter, da bin ich noch nicht längst gefahren und dann vielleicht Nordspanien mal anzuschauen, das wäre so das, was ich mir jetzt in diesem Jahr dann vorgenommen habe. Ja, Nordspanien, also nach Richtung Bilbao oder so die Ecke. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil da kann man gerne im Sommer hin. Im Winter ist es da auch nicht so richtig schön. Also dann doch lieber dann, weil das Klima da so ein bisschen rauer ist. Das ist ja das Erstaunliche, dass in Spanien das ganz unterschiedliche Ecken gibt, die also wirklich, ja, ganz mediterran am Meer, dann sind die Hochebenen, dann ist es alpin. Da ist ja in Spanien so ziemlich alles vorhanden, was man sich so an Landschaftsmöglichkeiten so vorstellen kann. Große Ebenen mit viel Landwirtschaft und dann wieder ganz karge Steppen. Also es ist so interessant, das zu sehen und dann da mit dem Motorrad dann durchzufahren, das ist ja dann also letztlich der Traum. Also die Europa eben halt mit dem Motorrad auch zu erfahren. Also ich habe das Wohnmobil, da wohne ich drinne, aber mit dem Motorrad erkunde ich ja alles. Erkunde ich alles, so ist es richtig, genau. Und dafür muss ich jemand auch ein Motorrad haben, das ein bisschen mehr Kraft hat als das jetzige. Das ist nicht schlecht, aber ein bisschen mehr ist dann doch irgendwie schöner. Ja, das sind so jetzt die Dinge, die kommen. Ich habe jetzt nochmal, deswegen esse ich heute nochmal richtig schön, eine kleine Untersuchung, so Vorsorgeuntersuchung, die mache ich jetzt nochmal bei Ärzten und damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Ich bin ja 59 und dann will man auch wirklich wissen, ist alles in Ordnung mit dir, läuft das alles gut und deswegen gibt es da nochmal so ein paar Untersuchungen auch in den nächsten Tagen. Ja, ich habe nicht so viel gemacht eigentlich in den letzten 4 Wochen, wie ich sonst gerne gemacht hätte, weil das Wetter einfach nicht mitgespielt hat und deswegen ist es bei mir auch ein bisschen ruhiger gewesen. Nun geht es aber dann hoffentlich mit dem Wetter so langsam steil bergauf, dass man dann hier ein bisschen mehr Wärme hat, weniger Wasser. Also was hier zu viel ist, hier ist viel zu viel Regen, viel zu viel Wasser, das ist in Spanien zu wenig. Da könnten die gerne mal ein bisschen mehr haben. Ich habe vorhin eine nette Dame getroffen am Hafen hier in Schleswig, ganz wunderbar. Sagte auch, ein Bekannter sagte, ja, da in Spanien, da hat man dann in den ganzen Winter vielleicht 3 Tage gehabt, wo es mal geregnet hat. Und dann gab es hier mal 3 Tage in der Zeit, wo es nicht geregnet hat. Eigentlich sonst immer. Ja, und das betrübt einen so ein bisschen. Ja, ich brauche Sonne, ich brauche Wärme und das ist einfach nicht schön, wenn man da tagelang im Wagen rumsitzt. Ich habe keine Langeweile, überhaupt nicht, aber die Bewegung ist zu wenig. Ich merke das schon so ein bisschen im Rücken auch, ne, dass man sich mehr bewegen muss, aber im Regen geht man ja auch noch nicht unbedingt so viel spazieren, das macht man ja dann auch nicht. Also einfach, ja,
wird es in der nächsten Zeit jetzt ein bisschen interessanter werden. Da werde ich natürlich auch entsprechend berichten. Ja, liebe Grüße von hier aus nochmal an Bino und Yogi. Bei euch geht es ja gut voran mit eurem LKW-Ausbau. Finde ich ganz, ganz toll. Also ich freue mich, wenn ihr da nachher fertig seid und dann fahren könnt. Also es wird super werden. Ja, an alle anderen auch ganz liebe, herzliche Grüße. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like und abonniert den Kanal. Und ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen. Eben beim Einkaufen habe ich Mango-Duschgel gekauft und das ist mir gleich beim Transport komplett ausgelaufen und das ist jetzt alles ganz schmierig und alles riecht nach Mango, also erstmal schön sauber machen, aber es ist echt total klasse, riecht richtig gut. Und heute Abend, ja, ist es wirklich schön, es ist trocken, es ist windstill. Liebe Grüße an Dieter, da war heute in der Nähe von Aachen ganz viel Sturm gewesen. Ja, und hier läuft hier gerade mein Grill, wenn es hier so ein paar Rauchschwaden oder, nee, Wasser ist das eher, links ziehen. Ja, der Lachs wird jetzt gerade, ist gleich fertig. Also dieses schlechte Wetter der letzten Wochen hat mich wirklich echt ganz schön betrübt, muss ich sagen. Es darf ja gern mal regnen und diese Sprüche, die immer kommen. Es gibt zwei Sprüche, die ich nicht so gerne mag. Der eine ist eben halt, der will nur spielen. Das ist der eine, den, da drehe ich mich gleich um und dann sage ich, gut, das war's. Und der zweite ist, morgen wird das wieder besser oder am Wochenende, nächste Woche wird das Wetter wieder schön. Also das Wetter hält sich nicht an die Wettervorhersagen und meistens kommt es immer ganz anders. Aber jetzt ist es heute mal wirklich richtig schön. Kann man gerne mal haben. Den letzten Tag gab es auch noch Frost. Also es war schon speziell gewesen. Und das, wenn man dann im Wagen sitzt und eigentlich dann das Leben hauptsächlich draußen stattfinden soll und man gar nicht raus kann, dann ist das so ein Moment, wo man einfach mal so überlegt, so, oh, ist das jetzt alles noch gut? Will man das jetzt so? Ja, und da sind mir nochmal wieder ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. So, ich habe jetzt nochmal meine Koffer angebaut. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Die habe ich schon seit einiger Zeit mit dabei, aber ich habe die noch nie angebaut, die Koffer, weil ich ja meine Kiste oben drauf habe. Aber wenn ich jetzt das neue Motorrad hole, dann ist der Topcase-Halter noch nicht da. Und dafür brauche ich dann auf jeden Fall meine Seitentaschen. Und weil das ein genormtes System ist von einer Firma, kann ich die dann beim nächsten Motorrad auch weiterverwenden. Ha! Das ist das erste Mal jetzt mit Koffern fahren. Ob ich überhaupt aufsteigen kann, weiß ich nicht. Mal gucken. Hallo ihr Lieben, in ganz Deutschland ist gerade Sonne und Sahara-Staub. Nur hier bei mir persönlich ist wieder meine persönliche Regenwolke mit dabei. Ich wollte im Nachgang zum Video mit Schloss Gottorf nochmal zeigen, dass hier im Hintergrund die Zufahrt zum Schloss Gottorf, der Damm, wieder frei ist. Man kann hier also wieder von vorne ranfahren, muss also nicht hinten über die Winterallee fahren. Also freier Zugang zur Schlossinsel hier in Schleswig. Wollte ich mal nachschieben. Und am, ich glaube, 5. Mai, also zumindest Anfang Mai, ist hier noch der Gottorfer Landmarkt. Ich glaube, da muss ich auch hin. So, nochmal eine kleine Tour nach Schleswig rein mit meinem noch alten Motorrad. Und am Morgen kommt dann das andere. So, der Lachs ist fertig. Jetzt esse ich erstmal schnell.